Okay, Leute, weiter geht's. Immer bei ihm bleiben. Dieses rote Ding darf mich nicht treffen. Ja, klopft dagegen, Mann. Okay. Hä? Überspringen. Wie hat er mich jetzt gesehen? Da geht's nicht. Ich muss immer. Oh. Ich hasse diese Prozedur. Die ist so nervtötend. Komm, mach mal schneller. Carlo, du bist so ein. Eine Stelle, wo er. Verdammt. Verdammt, Mann. Ekliger Fettklops. Ich hasse diese Mission, weil die so nervtötend ist. Und denkt nicht, dass es das einzige ist. Es kommt noch eine Stelle. Warte, nachdem er dieses Tor verlassen hat, kann man noch. Kommt noch mehr. Kommt noch mehr dazu. Ja, komm. Komm, schlag gegen die Wand. Ja, beobachte schön. Schlag dagegen. Ich weiß nicht, was das Problem bei ihm ist. Ach los, komm. Leute, ihr könnt das auch überspringen, wenn ihr wollt. Ich habe damit echt kein Problem. Das hat sowieso keinen Sinn, diese ganze Kacke, was hier abgeht. Ich mag die Mission ganz und gar nicht. Und dieses blaue Ding muss immer in seine Richtung zeigen, sonst entdeckt er uns irgendwie. Das war knapp. Okay, gut so. Geh da durch. Geh da durch, du fetter. So, jetzt könnt ihr uns Zeit lassen und alle Truhen öffnen. Sonst, wenn man das jetzt nicht macht, dann kommen später Gegner. Dann haben wir mehr Probleme, die alle hier zu finden. Okay, wie viel Schatzung habe ich? 2 von 8. Diese Stelle. Ich weiß noch, dass gleich nach links geht, deswegen muss er aufpassen. Ich weiß, wo er hingehen muss. Vielleicht geht er jetzt auch dahin. Ja, er geht dahin. Guter Fetti. Jetzt haben wir es geschafft. Ach, endlich. Hat ja 4 Minuten so gedauert. Warum starrt er die Wand an? Der ist ja geil drauf. Foxes. Wenn ihr alles wüsst, müssten wir keine Nachforschung anstellen. Bingo! Hehe, endlich habe ich ihn gefunden. Was kommt denn jetzt? Denkst du bis jetzt? Hm,
Das kann ich auch. Nein, das kann ich auch. Wirklich, ich kann es wirklich. Ich kann auch Wände verschieben. Sesam, öffne dich. Kommt etwas zu spät. Okay, weiter geht's. Wie ihr gehört habt, eine Geheimtür mitten in der Stadt. Wieso? Wo führt sie hin? Das wird uns unser Freund sicher gleich sein. Bleib an ihm dran, und zwar möglichst unauffällig. Ja, wie ihr bestimmt gehört habt, habt ihr mal Papa gehört. Der kam einfach mal rein, obwohl da vor der Tür stand, bitte anklopfen. Nee. Einfach mal reinkommen, während der Aufnahme und irgendwie auf unserer Sprache reden. Ah, da ist eine Tour. So. Ich nehme echt so viele Folgen im Stück auf von diesem Spiel. Ach, das macht doch süchtig. Leuchtsplitter. Und hier durch. Und wir landen in der Wüste. Irgendwie komisch, dass es ähnlich heiß ist, in der Wüste mit seinen dicken Klamotten rumzugehen. Yay, die Höhle, die Wunderhöhle. Recorded weiß ich noch, diese Höhle. Boah. Okay. Ich wäre nie darauf gekommen, dass sowas hier sein könnte. Da kann man wohl sagen, das ist ein netter kleiner Bonus. Okay, jetzt müssen wir das erkunden. Es kommen auch Gegner, oder? Aber der war da nicht hinter dem Löwen irgendwas. Ich mich richtig erinnere. Da war nichts, okay. Und wir gehen mal da rein. Ich kenne diesen Ort noch ganz, ganz gut. Die Höhle ist größer, als sie von draußen aussieht. Hey, wir haben ihn verloren. Und was jetzt? Schätze, wir müssen aufgeben. Sammeln wir weiter Herzen. Willst du nicht nach ihm suchen? Nein, ich wüsste gerne, was er vorhat, aber hey. Dass wir diese Höhle gefunden haben, reicht an Glanzleistung für heute. Außerdem wäre es viel zu viel Arbeit, so eine große Höhle zu untersuchen. Und was ist jetzt mit dem wichtigen Bestandteil unseres Berufs? Wie ich schon sagte, Flexibilität. Haha, oh, ich verstehe. Hey, jetzt lass uns die Mission endlich erledigen. Siege Herzlose, geht klar, aber ich werde mal alles untersuchen. Hallo? Dankeschön. Man kann ja Dinge untersuchen, das werde ich auch gleich machen, aber erstmal ganz den Herzlose umbringen. Dem nervt mich bei der Untersuchung. Und du bist weg. Und Axel hat den anderen auch getötet. Anscheinend nicht, aber trotzdem brennt er. Okay, und hier. Die Kiste brauchen wir gleich. Ach, nur einer Scharlachroter Tanga hier. Zum Glück macht er so lange Luftkombos. Und, was sagst du zu dem? Auf dem Boden sind ein paar tiefe Fuchen. Das sind Fuchen. Jemand muss hier etwas Schweres entlang gezogen haben. Was wohl? Okay, ich erstmal diese Kiste da vorne benutzen. Damit ich da oben komme. Ja, komm weiter. Und so, und so, und so, und so. Komm weiter. Zieh mal. Okay, dann haben wir das auch. Da kommen wir so hoch. Und betätigen den Schalter. Zum Glück kenne ich mich noch alles hier aus. Und das Tor ist offen. Und Axel, ja, ich werde jetzt alles untersuchen. Du kannst mich nicht daran erinnern. So. Den muss ich jetzt auch nach vorne schieben, ist irgendwie klar. Damit wir auch da hochgehen können.
Gut, so. Da rutscht irgendwie von alleine weiter. Egal, ist auch gut so. Weniger Arbeit für mich. Okay, der ist da angekommen. Jetzt brauchen wir die Kiste davon da vorne. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Anvisieren. Wieso hast du gerade die egal. Ich hinterfrag einfach nicht, warum er das jetzt gerade weggemacht hat. Also das Anvisieren. Komm, triffst du. Nochmal und nochmal und einmal. Und hier hoch. Hier war noch Herzlose. Ja, ich wusste es doch. Okay, der ist tot. Und als Kraut. Auch tot. Das hat das in der Mitte eingelassen. Sieht wie eine Art Mechanismus aus. Ja, ist es auch. Dazu noch später mehr. Hallo? Nein! Nein! Ach, Mann. Luftkombos sind gut, aber manchmal sind die auch kacke, wenn man runterfällt. Ich weiß jetzt wieder, wo jetzt. Gleich kommt ein Boss, wenn man da reingeht. So ein Zwischenboss, eher gesagt. Das haben wir. Jetzt gehen wir da rein. Jetzt kommt einer, der etwas in sich hat. Okay, noch nicht. Gleich aber. So, so. Danke, Axel. So, da haben wir das auch erledigt. Da ist eine Truhe, die auf uns wartet. Wo ist ein Gegner? Ah, da. Ja, wenn er singt, das heißt dann nur, dass er sich heilt, aber ich weiß nicht, warum er sich heilt, wenn er niemand verletzt ist. Okay. Den Schalter kann er erst kriegen. Den muss man schlagen. Damit bewegen sie diese großen Säulen hier. Axel, du kannst ein bisschen näher kommen und angreifen. Okay. Was noch? Na, da ist einer. Ich glaube, der letzte, dann kommt der Boss in diesem Dungeon. Ich höre noch einen Herzlosen, der gerade gekommen ist. Da ist er, ja. Und, kommt noch was? Wo, wo, wo? Hallo, wo? Ich höre Kampfmusik, aber wo? Da seid ihr. Versteckt euch irgendwie in der Ecke da. Gleich kommt er. Da sage ich ja. Jetzt kommt der. Petty Bum Bum Kerl. Okay, Magie. Ja, das ist beschissen, ne? Jetzt können wir mit Magie angreifen. Jetzt springt er hoch, der Kerl. Okay, man kann auch normal ihn so angreifen. Ich lasse es mal kurz. Axel, sei nicht so dämlich. Und man muss seinen Kopf angreifen. So, habt ihr gesehen? Man muss seinen Kopf mit Feuer angreifen, dann wird viel abgezogen bei ihm. So, ist weg mit dir. Ein bisschen abgeschlossen. Okay.
Warte mal, gab es... Kann ich noch weiter hierher? Da gab es noch ein paar Schätze, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich will da erstmal alles hier untersuchen. Und so. Hier kommen auch Gegner, oder? Ich denke immer, dass irgendwelche Gegner kommen. Vielleicht will ich auch unterbewusst, dass irgendwie Gegner auftauchen. Hallo, lässt mich auch irgendwie durch. Zu der Makel kommt man später zu. Die Erklärung meine ich. Was genau die macht. Verdammt, Mann. Das war knapp. Und nach oben, bitte. So, jetzt haben wir die Truhe. Potion. Eisen haben wir erhalten. Jetzt gehen wir mal da rein. Da gab es auch ein paar Truhen. Ich glaube, zwei Stück noch. Müsste eigentlich sein. Da ist ja die Truhe. Hier war nichts. Okay. Und da oben kommen wir noch später hin. Keine Sorge. Und wenn ihr da runterspringen, was war da? Da landet man irgendwo hin. Hier hin. Und wenn man alles haben will, muss man das machen. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie runterfalle. Okay, erledigt. Und das ist die letzte Truhe und das ist ein Abzeichen. Du kleiner Wichser, komm her. Wir haben alles komplett. Und darüber. Potion. Wir haben alles erledigt. Jetzt können wir zurück. Dankeschön. Zum Glück ist mein Gedächtnis so gut, dass ich das nicht vergessen habe. Und wir haben noch Zeit. Es kommen jetzt auch Gegner, die keine Herzen bringen, deswegen scheiß drauf. Auf die, echt jetzt. Naja, jetzt haben wir mal Carlo kennengelernt. Den alten Humboldt. Zurück zum Schloss, ja. Das wär's. Bereit zum Aufbruch? Ja. Egal, 100... Yeah, Sonnenschein. Du kommst jetzt viel mehr aus dir raus, weißt du? Ja, du aber auch. Ich, findest du? Er muss mich wohl angesteckt haben. Was, wer? Sora. Hey, sag mir einfach, es ist schön, hier wieder zu sitzen und beim Essen über Blödsinn zu lachen. Ich glaube, Axel hat es echt vermisst, hier mit Roxas hier rumzusitzen, zu gammeln. Xion kommt heute wohl nicht. Anscheinend schon. Krieg ich ein Level up? Okay, ich... Vita. Das Versprechen. Wieder mal der Schülergang hier. Luxord. Zeix. Saldin. Wo ist sie? Where is she? Hey, Roxas. Was geht ab? Axel, hast du Xion gesehen? Xion?
Jetzt, wo du es erwähnst, nein. Ich habe sie die letzten 10 Tage nicht gesehen. Menstruation. Ich bin gleich nach ihm bei Dream zum Schloss des Advents gerettet. Ich habe einiges verpasst. Ich fühle mich so schlecht. Ich habe ihr versprochen, wir würden zusammen Eis essen. Wie kam ich gerade auf Menstruation? Sie sagt dir was. Ich höre mich bei Sykes mal um. Sie ist deine Freundin, oder? Ja, danke, Axel. Neuer Eintrag noch. Ist das Tagebuch? Okay, ich habe eine Idee. Jetzt können wir Feuer aufsprechen. Aber erstmal das Ändern hier. Ich brauche Vita. Magiestufe. Weg damit. Eis, Vita und Feuer. Und nochmal Vita zur Sicherheit. Berichte, Crouches Tagebuch. Axel und ich waren im Acker. Seit seiner Rückkehr vom Schloss des Infernals ist er anders. Heute haben wir nur beide Eis gegessen. Ich wüsste gern, wann Axel, Shion und ich mal zu dritt Eis essen können. Sehen wir mal. Luxor, du altes Haus. Was hast du zu melden? Bin gestern spät nach Hause gekommen. Schwer mit so wenigen Leuten. Richtig Arbeitsamt hier. Richtige Bude hier, also zu arbeiten. Hast du ein paar Pyrosplitter? Brauchst du das? Gib mir einen. Pyrosplitter überreichen? Ja. Nehmen den Möbel an, nimm das dafür. Sinatsplitter. Und was gibst du mir? Ich frage ihn nach Shion. Kümmere dich um deine Mission. Geht klar. Oh, Mogri. Es geht ab. Altes Haus. Wir werfen einen Blick auf meine Ware. Hast du irgendwas Neues? Anscheinend nicht. Okay. Und weiter geht's mit Sykes. Bei deiner heutigen Mission wirst du eine neue Welt besuchen. Ich glaube, ich weiß, welche Welt das ist. Ja, ich wusste es. Besiege den Feldwebel. In dieser neuen Welt ist ein Feldwebel aufgetaucht. Finde und besiege ihn. Rucksack, damit kann man mehr Items tragen. Okay. Rucksack. Ach, ich mag die Welt. Beast Castle. Das Schloss des Biestes. Ich muss aber kurz, bevor ich das noch mache, was einfach. Hier kommt noch ein Boss, der ist so eklig. Das ist das Schloss. Ach, ich mich schon. Was hat das für ein Brüllen? Da hat wohl jemand Hunger. Es kam von drinnen. Vielleicht der Herzlose, hinter dem ich her bin. Ich werde es schon herausfinden. Zeit reinzugehen und sich mal umzusehen. Okay, wenn du meinst, aber erstmal, bevor du da reingehst, werde ich mal was machen. So und... Okay. Damit habe ich das jetzt auch geklärt, mit welchen Zauber ich dann was mache. Kameraführung, danke. Und es kommen gleich Schattenbrüche. Wo ist dieser Gegner? Ah, da ist der. Und da haben wir gerade was bekommen für Blocken. Das ist für... man hat ja gesehen, dass Blocken zwei Felder frei hat. Das ist dafür. Damit kann man Blocken verstärken. Und du Schatten durchbleibst als einzelne Überlebender hier. Ach so. Ich weiß jetzt schon, was man hier machen muss, keine Sorge. Ich werde erstmal alles hier rum, was alles mal töten, was mich jetzt auf den Sack bringt. Ach, ich hasse. Du verdammter Wichser.
so geheilt. Den müssen wir dahin schieben, damit sich was freischaltet. Und hier kommen keine Gegner, gut. Mit 3 Truhen von 5 habe ich schon. Hier kommen gleich Gegner. Müssen das hier untersuchen? Nein, oder? Untersuchen kommt später. Und so. Ich habe auch Hunger langsam. Ich glaube, ich esse auch bald was. Wen habe ich den hier reingeschoben? Oder war er schon davor drin? Da ist ein Ding. Wieso ziehst du auf ihn, Mann? Okay. So, und du kommst mal mit, du kleiner Welpe hier. Stirb. Verdammt, danke. Okay, den müssen wir jetzt da reinschieben. Hallo noch. Hallo, übertreibt mal die Lage. So, drin. Ein Qualabzeichen? Ja, ein Qualabzeichen. Diese Spuren werden wir später noch untersuchen müssen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weiß ich noch, wo die ganzen Spuren waren. Hier kommen auch noch Gegner, oder? Ja, ich wusste es doch. So, und unser Feldwebel sieht so aus. Aber irgendwie merkwürdig, oder? Er meint, das könnte das Feld... Ach doch, nein. Vergiss, was ich sagen wollte. Vergesst es. Ich habe nicht genau... Ich habe nicht zweimal darüber nachgedacht, was ich sagen wollte jetzt. Und dieses Tor ist auf. Also dieses Loch eher. Okay. Durch den vorderen Eingang kommt man nicht durch, aber das wird sich noch ändern, wenn ich drin bin. Und diesen Feldwebel werde ich... Ach so. Verdammt, ich bin auf 22 Minuten schon. Finde den Feldwebel. Okay, das werden wir im nächsten Part erledigen. Tschüss.